dass Lehrergrad so eine Voraussetzung ist für so einen Osterglauben, aber auch nicht ausreichend. Eigentlich, was entscheidend ist, sind dann die Erscheinungen des Auferstandenen. Und von den Erscheinungen haben wir viele Berichte im Neuen Testament. Die kann man natürlich jetzt aber auch, könnte man unterschiedlich deuten. Genau, wie würden Sie das sehen? Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht und welche Deutung der Erscheinungen ist für Sie irgendwo die plausibelste? Herr Dr. Baum, möchten Sie gerne starten? Ja, gerne. Vielleicht sind wir hier nicht mehr einer Meinung. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Also ich sehe drei große Möglichkeiten, die Erscheinungsberichte zu deuten. Das erste, das wäre eine ziemlich radikale Deutung. Das nenne ich mal die subjektive Visionshypothese, wie sie ganz klassisch im 19. Jahrhundert David Friedrich Strauss vertreten hat. Also im Grunde ist das, was die Jünger am Ostersonntag erleben, in ihrem eigenen Inneren entstanden und Produkt ihrer Fantasie. Und das ist eine Variante, die man dann heutzutage noch im 20. Jahrhundert ganz stark bei Gerd Lüdemann und Ähnlichen wieder antrifft. Ich glaube, im kirchlichen Bereich weniger, weil das einfach in so einem starken Widerspruch steht zu dem neutestamentlichen Osterglauben. Das Zweite, was so ähnlich heißt, aber dann doch ganz anders ist, das kann man als objektive Visionshypothese bezeichnen. Das ist mal prominent vertreten worden von Hans Krass. Ich habe das so ähnlich auch bei dem katholischen Exegeten und Neutestamentler Rudolf Schnackenburg gefunden und bei anderen auch. Also der Gedanke ist, da findet schon eine Vision statt am Ostersonntag, aber das kommt jetzt nicht rein aus dem Inneren der Jünger und Jüngerinnen, die das sehen, sondern das ist ein Handeln Gottes, das von außen auf sie zukommt und ihnen da eine Wirklichkeit zeigt, die sie in dieser Vision wahrnehmen. Es bleibt aber ganz im nicht leiblichen Bereich. Ist insofern an dieser Stelle auch nicht so im Konflikt mit einem platonisch gefärbten Weltbild, was diesen leiblichen Aspekt stark aussortieren möchte. Und neben der subjektiven und der objektiven Visionshypothese gibt es dann die eigentliche Auferstehungshypothese, so wie sie in den neutestamentlichen Ostererzählungen vertreten wird, unter den heutigen Theologen, in Deutschland. Fällt mir jetzt ein Ulrich Wilkens, der hat es vor allem in seinen späten Jahren sehr betont im deutschsprachigen Raum. Im angelsächsischen N.T. Wright ist jemand, der das so deutet in seiner großen Monographie zum Thema. Und ich sage jetzt an dieser Stelle meine persönliche Einschätzung: Wenn es keine gewichtigen Einwände gibt, dann sollten wir als Historiker und als Christen den ältesten und besten zugänglichen Dokumenten folgen. Und ich glaube, diese Dokumente sprechen weder von einer subjektiven noch von einer objektiven Vision, sondern die sprechen von einer Auferstehung im jüdischen Sinne. Diese drei Optionen hat man zur Verfügung und ich bin bei Nummer drei. Alles, was ich als Historiker habe, sind die Berichte, die in den Evangelien stehen, beziehungsweise die Paulus oder die kurzen Notizen bei Paulus und erst unter 15 ein bisschen länger. Was mir aus diesen Berichten deutlich wird, ist, dass Menschen etwas erlebt haben, also eine Erfahrung gemacht haben, und diese Erfahrung haben sie gedeutet. Wir deuten ja auch Erfahrungen, die wir machen. Alles, was wir sehen, deuten wir in einem bestimmten Rahmen, den wir kennen, und versuchen, das in diesen Rahmen einzuordnen. Und manchmal geschehen Dinge, die uns völlig die mehr oder weniger neu sind. Vor allem, wenn wir Heranwachsende sind, erleben wir ja viele Dinge zum ersten Mal und versuchen, die einzuordnen, greifen darauf zurück, was wir schon kennen, oder fragen auch andere Leute, wie wir das verstehen sollen. Und meine historische Rekonstruktion endet dort, wo ich sagen kann, da haben Leute etwas erlebt, das sie als Erscheinungen des Auferstandenen interpretiert haben. Sie haben das so gedeutet. Was da genau passiert ist, kann ich als Historiker nicht sagen. Und als Historiker wäre ich zurückhaltend zu sagen, dass Gott da was bewirkt hat. Das kann ich, da weigere ich mich, Gott hineinzubringen, weil ich dann die Gefahr habe, Gott überall hineinzubringen, wo es mir gerade passt. Und deswegen sage ich als Historiker, wir haben die Deutungen von Erfahrungen. Also als Historiker, da sind wir ja mal eingestiegen am Anfang unserer kleinen Gesprächsrunde mit der Feststellung von Ihnen, Herr Oehler, da kann ich gar nichts ganz Sicheres sagen oder beweisen. Ja. Ich kann nur Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen. Und das gilt jetzt auch im Blick auf diese Ostererzählungen.
Und tatsächlich kommen, soweit ich das sehe, in diesen Ostererzählungen und besonders dann in den Erscheinungsberichten verschiedene Deutungen vor, die durchgespielt werden und alle laufen immer wieder darauf hinaus, die verschiedenen Versuche, das jetzt zu deuten, dass die einzige und beste plausible Erklärung die ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich sagen, ja, das ist deren Deutung, aber ich kann denen nicht vertrauen. Die sind in irgendeiner Weise fragwürdig. Dann habe ich keine Quellen mehr und dann muss ich mich ganz zurückhalten. Oder ich kann sagen, diese Ostergeschichten mit allen Mitteln, die ich habe, das zu überprüfen, erscheinen mir sehr plausibel. Aber ich kann trotzdem nicht zu irgendwelchen historischen Beweisen kommen, denn die gibt es gar nicht. Ich bin ja kein Mathematiker, der irgendetwas beweisen könnte. Und hier kommt jetzt für mich etwas ins Spiel, das sehr entscheidend ist in dieser ganzen Frage nach dem Zusammenhang von historischen Fragen und dem christlichen Glauben an die Auferstehung Jesu. Ich finde das sehr prägnant zusammengefasst in einer Aussage in der Apostelgeschichte Kapitel 5, wo der Apostel Petrus zitiert wird mit den Worten: Wir sind Zeugen der Auferstehung und der Heilige Geist. Und das ist für mich sehr plausibel, dass in einer Begründung des christlichen Osterglaubens immer zwei Dimensionen zusammenkommen müssen. Einmal das, was der Historiker oder der historische Zeuge zunächst einmal sagen kann, aber das führt nur ein Stück weit und niemals zu einem vollständigen Beweis. Und dann etwas Zweites, das ist hier und an vielen anderen Stellen des Neuen Testaments als Zeugnis des Heiligen Geistes bezeichnet. Das ist etwas Geistliches, etwas Spirituelles. Das geht weit über das hinaus, was man jetzt mit seinen wissenschaftlichen Methoden erklären könnte. Und meiner Überzeugung und auch meiner Erfahrung nach ist es so, dass nur wenn diese beiden Dimensionen, die historische und die spirituelle, zusammenkommen und sich auch nicht sozusagen gegenseitig im Weg stehen und widersprechen, sondern wenn sie sich ergänzen, dann kann ein Osterglaube in dem Sinne entstehen, dass man den biblischen Berichten zustimmen kann. Aber nicht einfach nur mit historischer Methode und dann wäre man am Ziel. Wir hoffen, diese Antwort hat dir weitergeholfen. Hinterlass uns doch deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Wenn du das vollständige Video ansehen möchtest, findest du den Link in der Beschreibungsbox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like dieses Video doch und abonniere diesen Kanal, damit auch andere diese Inhalte finden können. Schick uns gerne auch deine persönlichen Fragen per Instagram. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. Profundum ist Teil von Campus für Christus, ein spendenfinanziertes Projekt, das sich mit dem christlichen Glauben und seiner Tiefe höher und weiter auseinandersetzt. Wenn du Videos wie diese und die Arbeit von Profundum möglich machen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibungsbox die Details dazu. Bis zum nächsten Mal.